Patrick Tisch und Nina Stapp. Die beiden reichen 152 Punkte ein und haben sicherlich das Ziel sich gesetzt, hier die Bronze, mindestens die Bronzemedaille zu holen. Starten auch mit der Standsteiger-Standdrehung. Einfach. Und die Kehr-Steuersteiger-Drehung zweifach. Leicht weggewandert, aber war noch im Rahmen. Hier jetzt eine sehr schöne Mühle-Drehung im Kehrsteuersteiger. Nach einer Minute liegen sie noch immer noch über 150 Punkten, also gut gestartet in ihre Kür. Wirken auch deutlich ruhiger wie in der Vorrunde heute Morgen. Und die Lenkerstanddrehung, die ging heute Morgen bei Patrick schief. Und leider auch jetzt sogar von beiden. Da dürften die Punkte jetzt purzeln. Ja, ein Doppelsturz und die Übung 50, sogar 100%. 140,86 Punkte, jetzt darf nichts mehr schief gehen, sonst ist die Medaille weg. Nochmal die Lenkerstanddrehung. Und die gelingt ihm. Reizsitzsteiger, Schulterstand rückwärts gefahren. Haben jetzt seit dem Sturz auf zwei Rädern bei der Lenkerstanddrehung kaum Abzüge kassiert. Auch die Drehung war in Ordnung. Im Moment liegen sie noch auf Medaillenkurs. Ja, die Drehung leicht weggewandert. Keine Prozentabzüge. Und der Übergang in Steuersteiger mit Schulterstand, wirklich eine Höchstschwierigkeit, die sie hier klasse meistern. Wenn sie das jetzt so zu Ende bringen, dann ist ihnen Bronze sicher. Drehung.
dürfte in Ordnung gegangen sein. Und Sie hören es am Applaus des Publikums und an den Gesichtern der beiden doch zufriedenstellende Kür. Die beiden haben sich erst in diesem Jahr als Zweierpaar zusammengefunden. Beide schon Erfahrungen im Zweier gesammelt mit anderen Partnern, Partnerinnen. Nina Stapp schon Europameisterin geworden im Zweier der Mädels. Und das wäre jetzt eine tolle Leistung, wenn sie hier die Bronzemedaille holen. 136,36 Punkte ist die Schnapszahl, die wir im Moment an der Anzeigentafel sehen. Und die ist bestätigt. Damit auf jeden Fall schon mal Bronze für das Paar Tischstapp.